Corona greift in unser Leben ein und auch die Kirche hat mit Corona schwer zu schaffen. Aber die Pandemie ist nur ein Thema der Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Außerdem fragt das Kirchenparlament nach der Zukunft der Kirche, wenn das Geld knapper wird. Traditionell geht der Kirchenpräsident in der Synode im Frühjahr auf die Lage der Kirche ein. Ein Teil unseres Anliegens auch bei der Kirchenentwicklung ist immer die Frage, wie wir auch Kraft behalten können, in die Gesellschaft hineinzuwirken. Und insofern ist es gerade in so einem Bericht wichtig, auch die Perspektiven und die Themen aufzuzeigen, die uns gerade im Moment sehr beschäftigen und vor allen Dingen dabei auch den Blick nicht zu eng werden zu lassen. Deshalb habe ich auch unter anderem einen Abschnitt der Flüchtlingspolitik gewidmet. Wegen der Corona-Pandemie ist die Lage der Geflüchteten vielerorts aus dem Blick geraten. Deshalb appelliert der Kirchenpräsident besonders für ein menschenwürdiges Handeln in der Flüchtlingsfrage. Der soziale Blick und die helfende Hand dürften nicht zu kurz kommen. Bilder von frierenden Menschen in nassen Zelten in europäischen Lagern sind für den Kirchenpräsidenten erschreckend und beschämend. Migration ist schon immer ein Teil menschlichen Lebens gewesen und es braucht eine Flüchtlingspolitik, die menschenwürdige Migration ermöglicht, die dafür sorgt, dass Menschen, die in Not und Verzweiflung sind, sich nicht irgendwelchen Schlepperbanden anvertrauen oder auf der Flucht ihr Leben riskieren oder dann in Flüchtlingslager sind, wo sie unter menschenunwürdigen Bedingungen leben müssen. Und das muss aufgegriffen werden. Insofern ist nicht Abschottung und Abschreckung der Maßstab der Flüchtlingspolitik, sondern die Frage, wie wir menschengerecht werden können. Die Corona-Pandemie hat die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau immer noch fest in der Hand. Der dauernde Lockdown, Beschränkungen im privaten und öffentlichen Leben, vor allem allein lebende Menschen vermissen ihre Kirchengemeinde und die Gemeinschaft in den Gottesdiensten. Und deswegen muss man versuchen, in aller Vorsicht und mit allen Möglichkeiten dies auch aufrechtzuerhalten. Und es geht ja nicht darum, wie es manchmal dargestellt wird, dass wir mit Gottesdiensten irgendwelche kirchlichen Privilegien verteidigen wollten, sondern es geht darum, wie wir auch für Menschen da sein können, gerade um in dieser schwierigen Zeit seelische Kräfte zu stärken. Zum zweiten Mal treffen die Mitglieder der Synode ihre Entscheidungen digital in einer großen Videokonferenz live aus dem Dominikanerkloster in Frankfurt. Normalerweise wäre hier das gesamte Kirchenparlament vor Ort. Und so muss die Synode auch per Videokonferenz einen neuen Propst wählen. Stefan Arras heißt der neue Pfarrer an der Spitze der Propstei in Starkenburg. Er ist zur Synode sogar extra aus Irland zugeschaltet. In seiner Rede betont er besonders die Ökumene. Und die Kirchen sollen geschlossen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit vorgehen. Heftige, stürmische Turbulenzen, die man Hass, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus nennt, sehe ich in der Gesellschaft. Abgestimmte Maßnahmen sind das beste Gegenmittel. Wirklich dunkle Wolken für die Kirche sind meiner Meinung nach nicht die Strukturfragen. Wirklich heftig beutelt uns die wachsende Religionslosigkeit der Menschen in Europa. Und so ist es meines Erachtens nicht nur das ökumenische, sondern auch das interreligiöse Gespräch, das unverzichtbar ist, um den großen Fragen unserer Zeit zu begegnen. Diese großen Fragen werfen ihre Schatten voraus. Wie es mit der Zukunft der Kirche weitergeht, wird die Synode zu beraten haben. Das Kirchenparlament tagt noch bis Samstag.